Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, habt ihr sowas schon mal gesehen? Anzunehmen bei Hexendoktor Torgash. In den Zangarmarschen an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten eingeblendet, wo ich mich befinde. Soweit ich weiß, war die Vorquest Berstkappenpilze. Sollte ich mich täuschen, bitte in die Kommentare posten. Eventuell hilft es anderen Leuten. So, bei dieser Quest hat man ein Quest-Item bekommen, den Mörblo-Käfig. Falls er bei euch nicht neben der Quest ist, schaut ins Inventar, könnt ihn auch von da aus benutzen. Oder in die Leiste ziehen und von da aus benutzen, vollkommen schnuppe. Während des Weges ein kurzer Hinweis, dass ich auch eine Facebook-Seite habe. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Auf der Seite poste ich des Öfteren, was ich gerade aufnehme oder was als nächstes ansteht. Ab und zu auch Streamtermine auf Twitch. Link dazu gibt es auch in der Videobeschreibung. Die Facebook-Seite und sowohl auch den Twitch-Kanal natürlich liken, abonnieren, was auch immer zutrifft. Und zumindest auf Facebook erwartet da keine großen Events. Die Seite dient nur, um euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. So, wo muss man jetzt hin? Ah, ich habe schon erblickt. Das ist nämlich, soweit ich das sehe, nicht auf der Karte eingezeichnet, wohin man muss. Wenn ich an dieser Position jetzt, wo ich bin, ich töte noch den Mob. Wenn ich das Quest-Item benutze, heißt es benötigt Dorchfeenfels. Jetzt sucht man bestimmt irgendwas Großes oder sowas, einen fetten Felsen oder so. Aber das ist einfach diese Steinplatte hier. Ich töte noch diesen geedeten Mob. Und ja, ich mache auch die Map auf, kein Problem. Okay, da war noch so ein Auftragsmörder. Dann töte ich diese zwei Mobs. Diese Gifte nerven. Komm schon. Okay, er ist am Dot gestorben. Also, an dieser Stelle darf man diesen Käfig benutzen, den Mörblo-Käfig. Hier ist auch die Map. Und ich weise nochmal darauf hin, rechts unten sind die Koordinaten eingeblendet. Also benutze ich den aus dem Inventar, einfach Rechtsklick, ist benutzt, Käfig wird positioniert und die Mörblocks laufen los. Quest ist bereit zur Abgabe. War doch super einfach, oder? Dann geht's auch schon zu Quest-Abgabe. Ihr dürft übrigens in die Kommentare auch Fragen stellen, Anregungen, Tipps, Tricks, Ideen. Mich beschimpfen ist auch okay, nehme ich alles an. Erwartet aber nicht, dass ich mir das Beschimpfen zu Herzen nehme. Also das mache ich nicht. Ich lese es, ich hake es ab und ist okay. Ihr habt mich beschimpft. Ich hoffe, ihr fühlt euch dann besser, aber das trifft mich nicht, sage ich mal, weil ich kann es nicht jedem recht machen. Die Welt ist groß und jeder hat andere Geschmäcker und so weiter. Falls es in den Kommentaren Fragen gibt oder ihr Fragen stellt und es was zu beantworten gibt und ich die Antwort weiß, dann meistens innerhalb von 24 Stunden. Falls nicht, bekommt ihr so ein Herzchen von mir, damit ihr seht, ich habe die Nachricht gelesen, beziehungsweise den Kommentar. Bin mal abgemountet, zwecks Übersicht. So, Quest ist abzugeben bei Hexendoktor auf Torgash, in den Zangarmarschen, an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein.
Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung den erwähnten Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. Eizocke, Ende.